Hi, ich bin's wieder, Frederik von Aliaxis. Mit Workflow, unserem digitalen Assistenten auf der Baustelle, könnt ihr mithilfe der App jede Art von Bauteilen in eurem Rohrleitungsnetz erfassen und normgerecht dokumentieren. Die App markiert dabei alle Standorte eurer Bauteile, sodass ihr sie in euer GIS-System übertragen könnt. Aber wie genau ist eigentlich das App-GPS? Und geht das genauer? Alle Infos dazu findet ihr in diesem Video, wie immer in 60 Sekunden. Workflow ist euer digitaler Assistent auf der Baustelle, der nicht nur normgerechte Protokolle erstellt, sondern euch auch noch dabei hilft, Bauteile nach der Verlegung wiederzufinden. Dabei wird für jedes Bauteil, das ihr verschweißt oder erfasst, automatisch ein GPS-Punkt gesetzt. Dazu könnt ihr in der Bauteilansicht auf das GPS-Icon gehen, um zu schauen, wo euer Bauteil liegt. Wie genau das GPS ist, hängt von eurem Smartphone ab. An guten Tagen könnt ihr mit Smartphones der neuen Generation eine Genauigkeit von 1 bis 3 Metern erzielen. Um ein Bauteil grob zu finden, gut genug. Für die hochpräzise Dokumentation in einem GIS-System, also einem Geoinformationssystem, leider nicht. Um die Genauigkeit zu verbessern, habt ihr mit der Workflow-App die Möglichkeit, eine GNSS-Antenne wie die DR2 von Trimble zu verbinden. Sobald ihr diese Antenne mit eurem Smartphone verbindet, findet die Antenne mit Hilfe von GPS, GLONASS, Galileo und weiteren Diensten euren genauen Standort und ihr könnt alle Bauteile einmessen. Und das bis auf einen Zentimeter genau. Sobald ihr alle Bauteile eingemessen habt, werden die GPS-Punkte der Bauteile in eurer Bauteilansicht in Workflow aktualisiert. Ihr könnt dort selbst entscheiden, welche GPS-Punkte ihr behalten wollt und welche nicht. Nach dem erfolgreichen Vermessen könnt ihr alles als CSV exportieren, um die Standorte in euer GIS-System zu importieren. Jetzt wisst ihr, wie ihr eure Dokumentation im Handumdrehen mit hochpräzisen GPS-Daten verbessert. Falls ihr mehr über Workflow wissen wollt, besucht unsere Website oder schaut euch unsere anderen Videos an.